Ja. Ja, hier wird es auch schon wieder dunkel. Irgendwie habe ich ein Abo auf Nacht. Genau, Wuff. Irgendwie alle anderen Server, es ist finstere Nacht. Hier ist es auch schon 18 Uhr irgendwas. Ich habe eben auf einem anderen Server versucht, wo auch 18 Uhr Schlag mich tot ist. Da bin ich gar nicht erst reingekommen, weil der Server ein Update needet. Also nicht ich, sondern der Server muss abgedatet werden. Ja, ne? Und jetzt sind wir hier und hier ist auch schon wieder dunkel. Mal gucken, habe ich denn hier eine Map? Nein. Das ist hier alles Vanille. Hier gibt's nur Vanilleeis und das auch nur ohne Aufstrich. Wahrscheinlich sogar ohne Gurke und ohne Hering. Ja, und jetzt renne ich hier rum in nahezu finsterer Nacht. Also so gut wie. Da gucke ich doch mal eben, wie es hier aussieht, generell. Ja, ne? Pistolenmunition. Ja, geht eigentlich noch. Ist jetzt nicht so tragisch. Ja, eine vernünftige Knarre warte ich immer noch drauf irgendwie. Naja. Ist ja, Vanilla. Ja, das hat man dann davon. Wenn ich hier schon vorbeitigere, kann ich natürlich auch gleich nochmal in das Dingenskirchen reingucken hier, in das Dorf. In der Hoffnung, irgendwas wahnsinnig Tolles zu finden. Außerdem, mir bleibt ja sowieso nicht mehr viel Zeit, bevor es mal wieder finster wird. Apropos finster, ich habe einen Restlichtverstärker. Dann habe ich auch gleich da irgendwas, wo ich übernachten kann. Sozusagen. Ich meine, kann überall nachten, übernachten, auch mitten im Wald. Ich muss mich ja nur ausloggen und dann verschwinde ich sozusagen im Nirvana. Aber so irgendwie, na, man ist ja auch Mensch und hat sich daran gewöhnt, dass so im Wald schlafen nur begrenzt komisch ist, gerade wenn man olivgrüne Klamotten dabei trägt. Und dann ist es schon schön, wenn man irgendeine Höhle hat, in die man sich verkriechen kann. Gerade wenn wir hier dank der Erderwärmung diese Mörderhitze der letzten Tage haben. Heute hatten wir schon wieder 30 Grad. 10 morgens, 10 mittags, 10 abends sind zusammen 30 und nachts kommt ja wegen 0 Grad nichts mehr dazu. Ja. Ich bin für Erderwärmung. Noch mehr Bugshot. Ein Heatpack, das ich zu gern irgendwem ins Rektum einführen würde, um zu demonstrieren, was ich mittlerweile von diesen blöden Heatpacks halte, die überall rumliegen, die aber keine Sau braucht. Was da denn? Ein PU-Scope? Sekunde mal, das könnte ja. Ich habe doch hier einen Mosin ohne Scope. Ja, dann scopen wir da mal einen drauf, wa? Haha! Ja. Ja, das passt. So machen wir das jetzt bitte weiter. In jedem Häuschen bitte ein Schätzchen zu finden. Cowboy-Hut, auch nicht schlecht, aber noch nicht ganz. Noch mehr Slugs. Wobei ich Buckshot entschieden vorziehe. Slugs haben zwar die höhere Reichweite, aber auf kurze Distanzen liefert Buckshot einfach einen solchen Gnadenhammer. Gott, oh Gott, nein, ich brauche keinen Dingens. Ich nicht. Echt nicht. Es ist immer schön, wenn man Leute trifft, die einen Satz ohne SCH hinkriegen. Echt, ey. Echt voll krass. Ich habe es nicht gesehen, ja. Kann das nicht hören. Ganz ehrlich, geht nicht. Geht gar nicht. So. Genau. Gegen wen? Ach so, gegenüber. Muss ich nochmal an die Pumpe ran oder bin ich schon wassertechnisch versorgt? Frontal Lemonade. Ich glaube, das ist neu. Das ist bestimmt eine 1.12 Limonade. Head Torch? Nee, ich habe einen Restlichtverstärker. Ich brauche keinen Head Torch mehr. Pah. Feldflasche ist voll. Da ist noch eine Feldflasche, die ist nicht ganz so voll. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, habe ich das Wasser gefunden oder habe ich das Ding halb leer getrunken? Deswegen gehen wir natürlich auf Nummer sicher.
Ihr wisst ja, ich bin der Typ, der eher grundsätzlich auf Nummer sicher geht. Ich scheue das Risiko nach Kräften, wo immer ich kann. Bis so weitergeht, muss ich mir bald wieder eine Flinte zulegen. Sprich, ein Schrotgewehr. Was mir die Gelegenheit gibt, erneut darauf rumzuhacken, dass Schrot kein Gewehr sein kann. Weil ein Gewehr hat einen Lauf und Züge, eine Flinte hingegen ist glatt und verschießt in aller Regel Schrot. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Das probieren wir jetzt mal aus. Geh weg. So. Ja, das irritiert die Herrschaft nicht besonders. Naja. Ja, das sind vorbildliche Zombies. Die halten einigermaßen still, sie rotten sich hier direkt vor dem Fenster zusammen, statt irgendwo wild in der Gegend herumzusputen. Ja, und seht ihr, wie schön das dann geht? Die Zombies müssen einfach nur kooperieren. Dann geht das auch. Habe ich nicht gerade eine Packung 9mm aufgemacht hier? Oh, ich sehe die ganzen vollen 45er Magazine, ist das schön. Nummer 1, Reload. Hallo, ich mache hier Reload und es passiert nichts. R? Ja, ja, meh. Was macht man denn da? Hat er wieder vergessen, dass man das wieder laden kann, ja? Hallo, die Waffe ist noch gut. Ja, wenn sie gut ist, dann wollen wir das nicht aufdrängen hier. Magazin, Magazin, Magazin da. So, das war das. Das war die erste Räumlichkeit. Ich guck. Da sind ja doch noch welche von der Sorte. Die rennen jetzt dahin, wo die Einschlaggeräusche der Geschosse sind. Okay, hier haben wir es jetzt schriftlich, dass Zombies sich nicht die Bohne von irgendwelchen apropos Leuchtdingsbumse hier, gleich mal eine Batterie da reinknallen. Wenn wir schon eine finden, dann haben wir nämlich auch einen roten Punkt jetzt drin. Ja, geht besser, ne? So schön leise. Sagt er leise. Hört ihr wohl auf rumzukrakeln. Eine Flashbang. Sieh was, die probieren wir einfach mal aus. So. Abziehen. Werfen. Tja. Suboptimal. Ein lustiger pyrotechnischer Knallkörper, aber ansonsten, naja. Außerdem muss ich mir vielleicht auch mal, was haben wir denn da schön, das ist kein Magazin, nein. Außerdem muss ich mir vielleicht auch mal einen Gedanken um Gewicht machen. Das haben wir ja bei Namalsk jetzt gehabt. Dass Gewicht echt ein Thema sein kann. Ja, da hat er sich so erschreckt, dass er in die Luft gesprungen ist. Mal
gucken, habe ich eigentlich von allem etwas inzwischen oder muss ich hoffen, hier irgendwas Bestimmtes zu finden? Bandage. Bandage sehe ich jetzt auf Anhieb 2, da ist eine dritte. Ich sehe Tetrazyklin, ich sehe gewisse Vorräte an anderem Zeugs. Ja, aber naja, gut, Kohle ist offenbar ausreichend da. Naja. Ich muss mich mal dran gewöhnen, es gibt keinen Laden. Ja, man braucht nur mitzunehmen, was man tatsächlich benutzen kann. Alles andere nimmt nutzlos Platz weg. Also immer vorausgesetzt, man findet irgendwas, versteht sich. Ja, mal als Hinweis an die Entwickler, wenn man sich generös zeigen will, um zu demonstrieren, wie rücksichtsvoll man mit den Ressourcen umgeht, dann ist es vorteilhaft, irgendwelche Ressourcen zu finden. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier. Es gibt da oben eine Straße, so grob Richtung Norden. Und wie das so ist, wenn in-game die Map nicht verfügbar ist, dann scheue ich mich immer ein bisschen, eine zu nutzen, weil es ist Teil des Spiels, dass es hier keine Map gibt. Beziehungsweise ich habe ja eine zum Aufhalten, die nicht sonderlich präzise ist. Und ich kenne die Map ja eigentlich auch gut genug, um mich so, also um auf einer Landkarte rauszufinden, wo ich eigentlich gerade bin. Ich glaube, Pistole kann ich zurückstecken. Hüpf. Hüpf. Nix hüpf. Bin ich zu schwer oder kann ich generell auf diesem Server diese Mauer nicht erklimmen? Ich kann ja mal gucken, was ich hier so an Gewicht mit mir rumschleppe. Guck mal, was wiegt denn hier zum Beispiel Tape? Das wiegt hier unter 1 Kilo. Auf dem Normalserver aus irgendeinem Grunde wiegt es 4 Kilo. Die wiegt fast nichts, der Beutel. Eine Feldflasche wiegt 1 Kilo. Eine Büchse müssten 800 Gramm sein, ne? Unter 0,5. Ja, nicht viel drin, ne? Tja, ist auch so wahnsinnig viel Gewicht, schleppe ich nicht mit mir rum. Klar, die Waffen werden etwas wiegen. Aber nun ja, so be it. Wie war das eigentlich mit der Tundra? Habe ich da inzwischen einen Zielfernrohr für gefunden? Ich glaube auch nicht, ne? Es sollte eigentlich meine Jagdwaffe sein. Und denn kein Zielfernrohr, das ist ja voll blöd, ey. Aber nun ja, so be it. Tabor. Lager. Lageri? Echt jetzt? Lageri? Und Disha. Und Disha, Odessa? Ich weiß es nicht. Ich muss an der Stelle immer wieder anfügen, ich habe innen an der Klotür irgendwann mal das kyrillische Alphabet angetackert und versucht, ein bisschen was zu lernen. Das heißt nicht, dass ich viel gelernt habe. Pepper. Ja, Vitamine. Vitamine, die zwei Slots wegnehmen. Naja. Nix. Eine Mütze. Auch nix. Aber hier kann man wenigstens ein Feuerchen machen, wenn einem danach ist. Ich sehe hier so einiges an Zombies rumdölmern. Ich glaube, ich habe jetzt das 4 auf Anhieb gesehen. Ich bräuchte mal irgendwas, wo ich oben drauf klettern kann. Dann kann ich hier so ein bisschen ausdünnen, den Bestand. Das Ding da ist zu flach. Ja, in diesen Gewächshäusern ist es immer so eine Sache. Vielleicht sollte ich einfach mal auf mich aufmerksam machen. So, locken wir sie mal alle an.
wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Zombie? Mann, da daneben zu schießen, da gehört aber schon was dazu. Zweimal daneben zu schießen, ist schon eine beachtliche Leistung. Ja, dann machen wir das doch gleich so. Jetzt sollte ich nochmal eben nachladen. Oh, die vergessen so herrlich schnell. Gott, ist der blöd. Aber auch irgendwo noch einen rumkrächzen. Er klingt auch sehr zufrieden. Das müssen wir ändern. Man hört sogar das Plumpsen der Patronenhülse neben einem. Also sie haben sich schon ganz schön viel Mühe gegeben. Taschenlampe, ne, brauche ich jetzt gerade nicht. Tja, diese drolligen Burschen sind jetzt erstmal abgestellt. Tja, olle Plünn. Wenn man so reiche... Oh, komm, ich kann da auch wieder nicht rüberhüpfen. Da konnte ich jetzt über irgendetwas springen, aber das ist zu hoch. Ich bin also offensichtlich zu schwer. Da muss ich ja doch noch Gewicht abwerfen. Menschometer. Wahrscheinlich die ganze Munition, die ich gar nicht brauche, mangels Knarre oder so. Hm. Würde ich mich sehr ungern von trennen. Das hier ist das Dorf, wo den ganzen Tag über nur Taschenlampen und Headlamps hergestellt werden. Darüber habe ich, glaube ich, schon genug gelästert. Ja, meine dritte Rolle Duct Tape. Ich glaube, aus Gewichtsgründen lasse ich das. Ich muss eher Gewicht abbauen. Guck mal, ich komme hier nicht drüber. Jetzt hat er es geschafft, hier rüber zu springen. Ich muss mir das erst echt mal genauer unter die Lupe nehmen, diese ganze Gewichtsgeschichte. Ein Colt-Magazin mit einer 45er Patrone. In zwei Worten, nö. Jupp. Eine Kose-Dola. Obwohl, warum schleppe ich die eigentlich mit? Ich habe zwei Wasserflaschen dabei. Und noch eine dritte. Hier muss ich ja nicht schlafen. Ich brauche hier keinen Koffein. Überhaupt ist die Frage, wiegt eigentlich eine volle Wasserflasche mehr als eine leere? Oder sind die auf magische Weise immer gleich schwer? Das sind so Fragen, die mich Tag und Nacht umtreiben. Mein nimmermüder Geist versucht ständig, den wissenschaftlichen Dingen dieser Welt auf den Grund zu gehen. Unermüdlich, unergründlich, ergebnislos, dumpf vor mich hin brütend. Siehst du? Noch eine Headlamp. Die müssen hier echt preiswert sein. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Headlamp-Laden, den größten auf ganz Dingenskirchen.
Schalldämpfer sind schon praktisch, das kann man nicht anders sagen. Aber still! Die Dinger haken aber auch immer, wenn man es gar nicht brauchen kann. Die Knarre sieht aber gar nicht gut aus, ne? Muss ich vielleicht doch mal mit der Putzdingens vorbei. Und kann ich rüber hüpfen? Ja, ich muss erst auf den Betonsockel drauf. Leather Repair Kit. Brauche ich ein Leather Repair Kit? Leather Repair Kit. Ja, ich sollte mal eins einpacken und dann ausprobieren, ob ich eins brauche. Wird sowieso dunkel. Das ist ein Bett, haben wir da. Ein paar lächerliche 22er Patronen. Das ist dann die Abendunterhaltung. So, Zustand badly damaged. So, ja, muss aber noch mehr, ne? Der ist noch nicht ganz in Ordnung wieder. Da wird es ja auch bald wieder Zeit, ein weiteres Gun-Cleaning-Kit zu finden. Der ist gut. Magazine sind immer gut. Der Schalldämpfer ist wie neu. Der scheint nicht abzunutzen, finde ich gut. Wie ist das denn mit der Pistole? Die ist in Ordnung. Der ist gut, der ist gut. Dann würde ich sagen, müssen wir eigentlich nur noch Magazine voll machen. Da klicke ich euch eventuell einfach raus. Und dann magazine ich so vor mich hin, so viel wie ich nur kann. Und vielleicht finde ich auch irgendwo wieder eine Flinte, mit der man dann Zombies umnieten kann. Vielleicht sollte ich das mal wieder ausprobieren, wenn ich eine Säge finde. Man kann ja Flinten mit einer Säge kurz sägen. Dafür müsste ich natürlich erstmal eine Flinte finden, eine Säge vor allen Dingen finden. Das ist alles voll. Sehr schön. Magazine sind soweit voll. Dann könnte ich eigentlich diese ganze Schrotmunition auspacken. Das ist mittlerweile so viel von dem Zeug. Muss ich mich aber nicht hinhocken, da kann ich auch aufrecht stehen. Aufrecht stehen. ...10, 20, 30, 40, 50, 60... ...70, 80, 90, 100... ...110 Patronen. Also wenn ich hier eine Flinte irgendwo finde, dann hätte ich 110 Patronen für das Ding. Das ist mehr als für jedes andere Kaliber, würde ich mal meinen. Ne? Stimmt das? Das ist eine Hilmer 39. 2. 3. Ungefähr 4. Also 80, 100 Patronen hätte ich für eine AK-74. Ah, fällt mir wieder schwer, Patronen wegzuschmeißen. Ne? Habe ich denn im Moment, was habe ich überhaupt? Ich habe im Moment eine Tondraht, die schießt 308. Ich habe einen Mosin, der schießt 27. Das heißt, was ich momentan nicht brauchen kann, ist zum Beispiel 27 mal
Davon habe ich mindestens 40 Schuss. 42 Schuss. Wie man es macht, macht man es falsch. Menno. Ja, würde ich denn überhaupt tauschen? Was habe ich denn davon? Davon habe ich 762 mal 54. Das sind die, wo so drei Patronen nebeneinander sind, ne? Da sind auch noch welche. So, habe ich also 29. 49, etwas über 50 Schuss. Ja. Boah, also was immer ich mache, es ist falsch. Ne? Mann, 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 Mann. Ich könnte mich natürlich entscheiden, dass ich ohnehin weder ein M16 noch eine Kashi brauche. Dann würde hier eine Menge Platz frei werden. Eventuell muss ich da tatsächlich irgendwann drauf rumdenken. Jetzt jedenfalls mache ich erstmal Siesta und freue mich, dass ihr zugeguckt habt.